Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist das nächste Video der Reihe Orgelmusik erklärt. Von Johann Sebastian Bach selbst war schon manches zu hören und wird auch noch manches zu hören sein. Heute kommt eine Reaktion auf seine Musik. Manche Komponisten haben ihn gehuldigt, indem sie seinen Namen, die vier musikalischen Buchstaben B-A-C-H, zum Thema einer Komposition gemacht haben. So etwa Robert Schumann, Franz Liszt und Max Reger. Wiederum andere haben sich Gedanken gemacht, welche Musik Bach wohl machen würde, wenn er in der heutigen Zeit gelebt hätte. In den 60er Jahren kam Jacques Lussier mit seinem Trio Playbach zu dem Schluss, dass er ganz sicher Jazz gemacht hätte und interpretierte mit großem Spaß und viel Erfolg für die Komposition auf diese Weise. Einige Jahrzehnte vorher kam der von Geburt an blinde walisische Komponist, Pianist und Musikkabarettist Alec Templeton auf die Idee, die barocke Form des Präludium und Fuge nach allen Regeln der Kunst aufzugreifen und daraus ein echtes Jazzstück zu machen. Er beschrieb 1937 damit absolut neue Wege, indem er erkannte, dass auch die alte Kompositionsform der Fuge in den Jazz übertragbar sei. Er überschrieb den Doppelpack augenzwinkernd mit Bach goes to town, was im damaligen Slang so viel bedeutete wie Bach hat's drauf. Wirklich bekannt wurde das Stück aber erst ein Jahr später durch eine Big Band-Fassung von Benny Goodman. Er hatte den richtigen Riecher. Bach Goes to Town wurde in Amerika zum Radiohit.